Jonas Lüscher, Frühling der Barbaren. Ein Schweizer Geschäftsmann gerät auf Tunesienurlaub per Zufall an eine englische Hochzeitsgesellschaft. Völlig dekadent, Polohemden, Miniröcke. Das Finanzbrautpaar lässt sich die Aktion 250.000 Pfund kosten. Über Nacht bricht das englische Wirtschaftssystem zusammen und der Staat macht Bankrott. Die gesamte Gesellschaft verliert ihren Finanzjob. Durch den Wechselkurs explodiert die Rechnung aufs Vierfache, doch die Kreditkarten sind alle längst nicht mehr belastbar. Durch diesen völligen Identitätszerfall wird eine Gewaltstrudel sondergleichen losgetreten. Preising schlüpfte also zu gebotener Zeit wieder in den Seersucker-Anzug, dabei an den verblüffend grünen Rasen denkend, auf dem jenes Gartenfest in den Hamptons stattgefunden hatte. In dessen Verlauf ihn die Freundin, die er begleitete und die ihm zu diesem Anlass eben diesen Seersucker gekauft hatte, mit einer beträchtlichen Anzahl in beschlagenen Silberbechern gereichten Mint-Juleps betrunken machte. Und deren eindeutigen Avancen mit allen unvorhersehbaren Konsequenzen Preising nur entkommen war, weil ihr zu später Stunde eines der zahlreichen Anwesenden, sowohl völlig übermüdeten wie auch gleichermaßen aufgedrehten Kinder, ein 8-jähriger Bengel mit Bügelfalte und Pennyloafers in Größe 34, mit einem Crockettschläger aus Versehen 2 Zehen zertrümmert hatte. Ist das nicht wunderbar? Ein grenzenlos intelligentes Buch. Was sich aber nur in dieser dandyhaften Präzision in der Sprache ausdrückt und nicht in der Pose. Fly me to the moon, let me play among the stars. Mitten im Buch kommt der Bruch mit dem Zusammensturz des Finanzsystems, dieser Ersatzkultur, geht dieser Hochzeitsgesellschaft der ganze Boden unter den Füßen weg.